Hey Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Formel 1 2017. Auf das Rennen freue ich mich eigentlich schon im ganzen Rennkalender und in der ganzen Karriere. Heute gibt es den großen Preis von Italien hier in Monza. Wir sind auf Platz Nummer 1 gefahren, auf die Pole Position, hören uns mal die Voicemail mit unseren Zielen für dieses Rennen an. Hey, ich bin's. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut. Mach's gut, ciao. Oh, Vierter. Ziele sind ein bisschen höher geworden. Neunter Platz in der Meisterschaft, das haben wir sowieso, glaube ich, schon sicher. Vierter Platz ist, denke ich, mal realistisch. Unseren Rivalen Daniel Ricciardo schlagen wir natürlich. Im besten Fall. Gucken wir mal gerade rein hier. 13 Runden. Denke mal, hier gibt es nichts vorzubereiten. Deswegen gehen wir auf die Strecke. Hier stehen wir also nun in unserem lila, nee Quatsch, in unserem rosa Wagen. Und unser Teamkollege hat es gerade schon gesagt, oder unser Chef hier. Es wird eine lange Gerade bis zur ersten Kurve. Wir sind links, haben also eventuell ein bisschen Vorteil in der ersten Kurve, dass wir danach innen ziehen können und dann gleich wieder nach innen in der zweiten Kurve. Guck mal die Rennstrategie. Heute müssen wir wieder einen Boxenstopp nehmen. In Belgien sind wir ja das umgangen. Das hat uns leider den Sieg gekostet, aber wir wählen trotzdem die sichere Variante. Wir fahren nur 13 Runden. Ich nehme aber trotzdem mal ein bisschen mehr Benzin mit. Mache ich ja immer so. Ihr kennt das von mir. 33 Grad Strecke, 25 Grad Luft. Das sind perfekte Bedingungen und die Sonne scheint. Ja, es ist alles angerichtet für den nächsten Sieg und deswegen starten wir rein mit der Einführungsrunde. So, die Einführungsrunde ist vorbei. Ich glaube, selbst in der Einführungsrunde war ich zu schnell für die anderen. Egal, wir haben uns warm gemacht. Reifen sind warm, Bremsen, Getriebe, Motor, alles weitere. Und jetzt gilt es halt nur darum, einen guten Start hinzulegen, durch die ersten beiden Kurven unfallfrei durchzukommen. Das hoffe ich, das hofft mein Team. Und natürlich dann die nächsten 12 Runden. Ja, ich mache das ja eh automatisch. Ne, also jetzt in den nächsten 12 oder 13 Runden gilt es halt darum, Konkurrenz auf Distanz zu halten, wichtige Punkte zu holen und uns weiter abzusetzen. Vielleicht können wir heute schon mal einen großen Schritt machen in Richtung WM-Titel, aber dazu sind noch zu viele Rennen zu fahren. USA unter anderem ist noch mit dabei, schwieriger Kurs. Mexiko ist auch nicht so leicht zu fahren, muss ich sagen. Aber gut, jetzt erstmal Monza. Schönes Wetter, gute Bedingungen, Lampen gehen gleich aus. Der große Preis von Monza in Italien geht jetzt los. Und ja, wir bleiben gleich mal auf der Außen. Oh, fuck, Vettel, Raikön rechts neben uns. Oder ist das Hamilton? Nee, ist Hamilton oder werden wir schon gedreht? Oh nein, das ist das, was ich gesagt habe. Das hätte nicht passieren dürfen. Oh, 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 oh. Das hätte nicht passieren dürfen, so eine Scheiße. Ah, fuck, ey. Das, was ich gesagt habe. Verwarnung. Genau, jetzt bekomme ich erstmal zwei Verwarnungen und habe einen kaputten Frontflügel, glaube ich, oder? Wie sieht das hier aus? Ja, oh, zwei kaputte Frontflügel. Beziehungsweise der ganze Frontflügel. Ja, fuck. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Durch die ersten beiden Kurven will ich möglichst unfallfrei durchkommen. Aber ich konnte ja eigentlich nichts dafür, ne? Hamilton war rechts neben mir, Vettel hinter mir. Ich habe das nicht so richtig gesehen. Aber das wirft uns jetzt natürlich richtig schön im Rennen zurück. Und das ist es. Das ist natürlich ein richtig blöder Start für uns. Aber gut, wir sind auch in Belgien. Ne, wir sind in Ungarn vom letzten Platz gestartet. Und haben es dann noch auf dem zweiten Platz geschafft. Also so ganz unmöglich ist das jetzt nicht, weil die anderen müssen ja noch in die Box. Da können wir auch noch Zeit dann ein bisschen gut machen. Aber jetzt heißt es natürlich erstmal so schnell wie es geht, sich einen neuen Frontflügel holen. Ein paar neue Reifen, das ist natürlich recht unglücklich. Aber guck mal, wir sind schon wieder dran am Feld. Ich meine, ich hätte jetzt auch sofort Wiederholung oder so machen können, aber das ist ja total lame. Ich meine, wir müssen es ja so hinnehmen, wie es ist. Ist ja auch in echt so, dass man nicht einfach nochmal starten kann. Valtteri Bottas fährt zunächst mal die schnellste Runde. Aber gut, es ist noch nichts entschieden. Es sind noch 12 Runden zu fahren. Die anderen müssen noch in die Boxengasse. Und wir müssen halt jetzt leider rein uns einen neuen Frontflügel holen. Und auch ein paar andere Fahrer, die bei der Kollision was abbekommen haben. Also wir sind nicht die einzigen zwei, drei Fahrer noch. Ach, ist das bitter, ey. Scheiße, gerade in der ersten Kurve. Aber gut, es ist jetzt so, komm, wir holen uns schnell einen neuen Frontflügel. Wir brauchen ein bisschen länger als die anderen. Ein Ferrari ist auch drin, okay. Vettel ist es, der rein musste. Na komm. Und runter. Vettel hatte also genau dasselbe Problem. Wir sind ja mit ihm sozusagen zusammengestoßen. Da war noch jemand, Marcus Ericsson. So, 28 Sekunden, der erste Boxenstopp. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Oh, und das ist vielleicht auch ein Vorteil für uns, wenn das jetzt schon der letzte Boxenstopp war, weil normalerweise haben wir ja noch einen nach 7 Runden gehabt. Oh, jetzt nicht gleich wieder die nächste Kollision. Das war auch ein bisschen knapp. Aber wir sind vorbei an Sebastian Vettel. Heim Grand Prix natürlich für Ferrari.
die natürlich sehr gut abschließen wollen. So, jetzt sind wir wieder in der Lage des Verfolgers, des Jägers. Und wir schauen mal, was wir in den nächsten Runden hier so leisten können. So, nachdem jetzt gleich 5 Runden gefahren sind, fahren die ersten Leute schon in die Boxengasse rein. Wir haben ein bisschen aufschließen können zu dem Feld vorne. Natürlich werden wir jetzt leider keinen überholen können, weil sie natürlich alle schneller wieder aus der Box rausfahren. Aber das ist vielleicht unsere Möglichkeit. Wir haben auf das maximale Benzingemisch gestellt. Wir konnten Vettel ein bisschen auf Distanz halten. Hamilton ist jetzt wohl 17. Das ist aber jetzt unser Vorteil, weil die anderen, die jetzt noch nicht drin waren, wir kommen ja auch immer näher ran. Und ihr seht ja, wir fahren auch immer die schnellsten Runden. Jetzt in der letzten Zeit, wir sind wieder dran. Wir sind wieder in so Sichtkontakt mit der Spitze, sagte er. Und dann passiert sowas. Also, es wird weiterhin spannend. Wir sind zwar nur auf dem 18. Platz, aber wir sind viel näher dran als jetzt noch in der letzten Runde oder in den letzten 2, 3 Runden. Deswegen, ich blicke da sehr optimistisch rein, dass wir noch was holen, dass wir zumindest in die Top 10 fahren. Geradewegs an unseren Teamkollegen vorbeigezogen auf den 9. Platz. Also es geht immer Stück für Stück pro Runde, geht es immer weiter bergauf und vor uns ist jetzt eine weitere Fahrertraube. Unter anderem Lance Stroll, der da vorne eigentlich nichts zu suchen hat. Max Verstappen, wir sind wieder vorne dran, haben noch 5 Runden Zeit, um eventuell vorne noch was zu reißen. Aber die vorne sind, die sind halt einfach zu weit weg. Ich fahre jetzt schon seit Beginn des Rennens eigentlich schon auf Fettgemisch 3. Muss auch ein bisschen aufs Benzin jetzt schauen, dass ich vielleicht jetzt auf Standard 2 gehe, nächsten überholt, Achtung, oh, schon wieder gedreht. Das ist natürlich jetzt riskant, aber das wird nicht ausbleiben, diese riskanten Überholmanöver. 7. Platz jetzt hinter Ricciardo vor Verstappen. Das ist natürlich klar, dass ich jetzt so ein bisschen ins Risiko gehen muss. Natürlich auch auf die Gefahr hin, dass ich mich ein zweites Mal drehe oder im Kiesbett lande, aber das ist halt das Risiko in der Formel 1. Aber die Fahrer vorne, die gehen sich auch gegenseitig auf den Sack. Ihr seht das da, Vettel oder, nee, Raikön und Rosberg vielleicht. Ah ne, Rosberg fährt ja gar nicht mehr. Ich Idiot. Nico Rosberg fährt doch gar nicht mehr. Ricciardo war das, der jetzt auch wieder langsamer wird. Ricciardo und Raikön. Komm, wenigstens unseren Rivalen überholen. Dann ist zumindest mal ein kleines Ziel erreicht. Aber natürlich wirft uns das in der Fahrerwertung zurück. Hinterher dann. Komm, an Ricciardo vorbei. Ja, Achtung, nicht drehen, nicht drehen. Genau, halt Abstand. Wenigstens auf den langen Geraden gehe ich mal auf Maximalstufe. Also auf Fett 3. So, der ist es natürlich aktiviert, weil er hinter uns ist und wir wenige Sekunden weg sind. Wir sind jetzt sogar 4., weil noch 2 Leute in die Box gefahren sind wieder. Oh, Raikön, Achtung, Achtung, Achtung. Das ist das Riskante. Wenn man mal nicht aufpasst, dann ist die Gefahr da, dass man sich wieder verbremst. Sainz ist auf dem 1. Platz, das ist ja nicht zu glauben. Sainz auf der 1, Valtteri Bottas auf der 2. Also da sind 2 Leute vorne, die da vorne eigentlich nichts zu suchen haben. Es bleibt spannend, die letzten 4 Runden brechen hier an und wir gucken mal, ob wir es doch noch auf Platz 1 schaffen. So, Valtteri Bottas ist vorne in Reichweite und der ist raus. Valtteri Bottas ist aus dem Rennen ausgeschieden. Das ist echt bitter. Das tut mir ja leid, aber was für ein Glück haben wir denn wieder. Valtteri Bottas vor der Zone, das kommt mir jetzt so ein bisschen so vor, als ob das Spiel es so gewollt hätte. Also, wir sind wieder vorne auf unserem 1. Platz. Sainz ist gerade noch in die Box gefahren, wurde von Bottas überholt. Wir können wieder auf Fettgemisch 2 schalten, aber wir sind noch lange nicht im Ziel. Nicht, dass das gleiche wieder wie in Belgien passiert. Wir haben jetzt noch für circa eine Runde und 0,3, also für 300 Meter oder so, haben wir noch Benzin. Weiß nicht ganz genau, wie sie das da rechnen. 4,4 Sekunden Vorsprung vor Ricciardo und 6,4 vor Sergio Perez, unserem Teamkollegen. Das wäre ja echt mal eine schöne Geschichte, wenn wir beide auf dem Podium stehen würden. Das gab es noch nie in dieser Saison, aber was war das wieder für ein kurioses Rennen bislang? Von der ersten Position gestartet, gleich in der ersten Kurve oder vor der ersten Kurve noch gedreht, den Frontflügel kaputt gemacht und dann eine super Aufholjagd gestartet, aber dann natürlich auch Glück gehabt, dass vielleicht auch viele Fahrer eine Zwei-Stopp-Strategie gewählt haben. Wir haben ja nur eine Ein-Stopp-Strategie gehabt, sind gleich zu Beginn reingefahren, die anderen sind ganze zweimal reingefahren. Und das war vielleicht dann auch unser Vorteil, dass wir dann Geschwindigkeit aufnehmen konnten, dass wir Zeit gut machen konnten. Und jetzt ist natürlich die große Frage, können wir den Vorsprung halten vor Ricciardo, vor Sergio Perez? Weil die Bedingungen sind auf jeden Fall viel anders als in Belgien. Hier regnet es jetzt nicht. Wir haben die weichen Reifen drauf, die halten hoffentlich noch für die letzten beiden Runden. Wir sind auch so super drin. Wir haben jetzt einen Vorsprung von 6 Sekunden rausgefahren. Also
ich sag mal ganz vorsichtig und ich lehne mich mal schon ein bisschen aus dem Fenster, dass das zum Sieg reicht. Aber natürlich reicht es noch lange nicht, weil uns kann zu jeder Zeit jetzt noch was passieren. Regen kann eintreffen, wir haben die falschen Reifen, wir drehen uns nochmal, ich bremse zu spät, das kann alles passieren. Genau, und dadurch, dass wir auch nicht mehr so viel Benzin haben, ist der Wagen dann natürlich leichter. Heißt, der Wagen liegt leichter in den Kurven. Ne? Aber natürlich müssen wir da immer ein Auge drauf haben, dass wir möglichst nicht weit unter Null oder nicht nah an die Nullgrenze rankommen. Das wäre echt der Super-GAU. So kurz vorm Ziel, zack, du hast kein Benzin mehr, dann rollst du langsam rein und dann wirst du noch von vier anderen überholt und dann war's das mit dem Podium. Zwei Runden noch. Ey, Wahnsinn. Also wenn man das jetzt nochmal rückblickend verfolgt, 10 bis 15 Minuten Regen, das ist uns relativ egal, weil so lange fahren wir nicht mehr. Aber echt, wenn man das Rennen nochmal sieht und wenn man das nochmal rückwirkend betrachtet, es ist echt Wahnsinn. Es ist wirklich verrückt, was hier passiert. Und ihr seht, selbst wenn ich auf Position 1 fahre, heißt es noch lange nicht, dass ich auch auf Position 1 ins Ziel fahre. Ne, also im Qualifying auf Platz 1 und dann im Rennen Platz 1, das ist nicht immer gleichgestellt. Man muss sich das hart erarbeiten. Wir haben vielleicht auch die richtige Taktik gewählt, dass wir nicht zweimal reingefahren sind, weil ansonsten, glaube ich, hätten wir Bottas und die anderen nicht mehr gekriegt. Gut, aber dadurch, dass Bottas jetzt natürlich auch raus ist aus dem Rennen, denke ich mal, wirft ihn das auch sehr in der Fahrerwertung zurück. Ricciardo, unser Rival, ist auf dem zweiten Platz, nimmt also auch Sebastian Vettel wichtige Punkte weg, nimmt Kimi Räikkönen Punkte weg, Lewis Hamilton, also das ist auch ein Vorteil für uns, dass die anderen Fahrer heute mal einen guten Tag haben. Unter anderem auch unser Teamkollege Sergio Perez, das freut mich. Das ist auch gut für unsere Konstrukteurswertung. Zwei Runden, die Wolken verdichten sich, die Wolken werden dunkler, aber das soll uns auf der letzten Runde jetzt egal sein, die wir hier fahren. Wir haben genügend Vorsprung, wir haben wirklich so knapp 7 bis 8 Sekunden Vorsprung, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Mal gucken, was die Zeit sagt, 7, 8 Sekunden. So roundabout, weiß ich jetzt gar nicht. Hamilton ist auf dem dritten Platz vorgefahren. Okay, Sergio Perez wurde da leider überholt oder ist er raus aus dem Rennen? Nee. Sergio Perez ist nicht raus aus dem Rennen, oder? Habe ich da jetzt was nicht mitgekriegt? Nein, er ist auf dem vierten Platz im Fight mit Lewis Hamilton. 12 Sekunden auf Hamilton. Da hinten kommen sie zwar. Wir genießen das jetzt einfach nochmal. Also ich fahre vorsichtig die letzte Runde. Wir werden das schaffen. Wir gewinnen dieses unglaublich schon verloren geglaubte Rennen. Also ich habe zu Beginn wirklich gedacht, okay, das wird heute nichts. Gerade auf meiner Lieblingsstrecke. Hätte ich mir das so gewünscht, wenn ich gewonnen hätte. Und es sieht ja jetzt so aus, dass wir gewinnen. Wir gewinnen ein verloren gelaubtes Rennen. Sowas muss es auch in der Karriere geben. Und das ist eigentlich auch immer ein gutes Zeichen, dass es halt mit dem WM-Titel dann noch reicht. Aber. Gleich mal wieder auf die Bremse treten. Noch haben wir es nicht geschafft. Noch haben wir ein paar hundert Meter und fünf Rennen zu fahren. Wir fahren unter anderem noch in Singapur, glaube ich, Malaysia. Oder war das zu Beginn? Ich glaube, das war zu Beginn. Dann Vereinigte Arabische Emirate, das Finale, Brasilien. Fahren wir auch noch Mexiko, Japan, also Suzuka, auch immer eine schwierige Strecke, aber auch eine schöne Strecke, wie ich finde. Das sind jetzt die letzten Meter. Wir werden das Rennen gewinnen mit 12 Sekunden Vorsprung vor unserem Rivalen. Unser Teamkollege macht auch eine gute Figur auf dem vierten Platz. Wahnsinn. Letzten paar Meter genießen, letzte Kurve nochmal Gas geben. Benzin ist zwar gleich leer, aber das soll uns egal sein. Wir gewinnen hier in Italien den großen Preis von Monza. Force India hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Und Stefan Römer, teile uns deine Gedanken mit, wie hat er dieses Resultat bloß hinbekommen? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Es ist an der Zeit, den Top-Fahrern die Pokale für den heutigen Grand Prix zu überreichen. Im Fahrerlager sind eine Menge Leute sehr glücklich mit diesem Resultat. Force India steht heute ganz oben.
Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Unser aktueller Führender baut hier heute seinen Vorsprung in der WM nach einem sehr guten Resultat weiter aus. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Heute haben mich viele Fahrer beeindruckt, aber niemand so sehr wie Daniel Ricciardo. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Es war ein schwieriges Rennen für die WM-Führenden, die an der Spitze an Boden verlieren. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Also, wir haben noch ein paar Rennen, die auch so spannend werden, wie dieses hier. Das kann ich gar nicht mehr reden. Und wenn wir mal auf das Tableau raufschauen, sehen wir schon, dass die anderen Fahrer, wie ein Kimi Räikkönen oder auch wie Sebastian Vettel, dass sie ganz viel Boden heute verloren haben, dadurch, dass halt die anderen Fahrer diesmal besser waren. Sergio Perez auf dem vierten Platz, ey, dass ich das nochmal erleben darf, holt 12 Punkte, wir holen 25 Punkte. Hamilton ist so ein bisschen der zweite Sieger, weil die anderen halt alle gepatzt haben. Und gerade für Ferrari, ne, gerade für das Heimatland von Ferrari hier in Italien, war das natürlich ein sehr enttäuschendes Rennen. 6. und 7. Platz, gucken wir mal, wo die anderen sind. Massa auf dem 8. Platz, Grosjean auf dem 9. Platz, auch überraschend. Hülkenberg da noch in den Punkten, Kwiat, Sainz, Jolyon Palmer, Fernando Alonso, Stoffel van Dorn, Magnussen, Lance Stroll, Wehrlein, Marcus Ericsson auf der 19 und Valtteri Bottas. Das ist natürlich sehr bitter für ihn. Das ist heute der große Verlierer dieses Rennens. Wenn wir mal auf die Ranglisten draufschauen, ja? So sieht es momentan aus. Wir konnten unseren Vorsprung auf jeden Fall ausbauen, obwohl Hamilton jetzt mit Räikkönen getauscht hat. Hamilton hat den 37 Punkte Rückstand. Wir können uns also theoretisch auch mal einen Flop leisten in einem Rennen, dass wir mal gar keine Punkte holen. Aber so weit will ich gar nicht gehen, weil dafür ist es zu spannend und zu eng. Ihr seht die Tabelle, wollte ich jetzt gerade schon sagen, also das Tableau, wie eng das da zusammen ist. Und auch in der Konstrukteursrangliste haben wir ein bisschen Boden gut machen können auf Mercedes. Haben jetzt nur noch deren 35 Punkte Rückstand und halt 75 auf Ferrari. Das wird auch noch richtig spannend. Also wenn es so weitergeht, ich bin für jedes spannende Rennen dankbar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid bis zum Schluss dran geblieben. Was für ein unglaubliches Rennen. Und ich hoffe, dass wir das im nächsten Grand Prix so bestätigen können. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Rennen und beim nächsten Qualifying wieder. Macht's gut. Ciao.